Hallöchen YouTube, es ist Stinkerzeit und wir zocken Tibia, weil wir es können. Ich grübel gerade, was hat man letztens gemacht? Richtig. Ach ja, wir waren immer noch bei der Yalaha-Quest und ich habe bei der Yalaha-Quest kapituliert, aber ich sehe gerade hier, was haben wir denn hier gemacht? Also wir haben zwischenzeitlich ein bisschen trainiert und sind kurz vor Erfolg. Aber richtig kurz vor Erfolg. Das klingt doch schon mal gut. Das heißt, wir werden in dieser Aufnahmesession definitiv Magic Level 43 erreichen, inklusive des Equipments. Und ja, was haben wir gemacht? Also wir waren bei der Yalaha-Quest, haben die Yalaha-Quest mehr oder weniger unfreiwillig abgebrochen, weil wir eine Zusatzquest brauchten, um das zu kaufen und das zu machen und hier und da und dort. Und mir ist dann eingefallen, nachdem wir offline waren, beziehungsweise diese Aufnahmesession vorbei war, Animal Cure, kannst du doch mal gucken, ob wir auf dem Market kriegen. Und ich habe es tatsächlich, wie man hier sieht, das grüne Fläschlein. Und das ist dieses Animal Cure. Das haben wir bekommen. Und das werden wir jetzt nochmal schnell abgeben. Und nachdem wir das abgegeben haben, war meine Idee oder mein Plan irgendwie. Warum haben wir so viele Gems? Das ist ja toll. Mein Plan war irgendwie, dass wir hier mal hier 43, dass wir da mal zu Rande kommen und Richtung 50 und vor allem auch 60 kommen, damit wir ein bisschen mehr handeln können. Ja, das ist zumindest der Hintergedanke der ganzen Nummer gewesen. Das heißt, wir rüsten uns jetzt mal fix aus. Wir haben ja hier nichts mehr. Gar nichts mehr. Wieder einfach ausgelockt, das letzte Mal, wa? Mann. Hübsch. Das ist ja richtig dekorativ gemacht hier. Achso, ich muss ja hier hoch, ich Trottel. Eieiei. So. Hallo, Tesha. Withdraw. Was wird denn reichen? 12.000 reicht. Balance? 7,3. Naja, das passt ja noch. Gut, dann gehen wir mal hier hoch, geben ihm die Flaschen. Tachchen in die Flaschen. Und gibt mir neue. Und ich möchte haben 100. Jupp, 100 Flaschen. 27 Cup, das reicht gerade so, um glücklich zu werden. Dann schauen wir mal zu, dass wir nach Yalaha kommen. Und ihm das Animal, ich glaube den Helm haben wir ihm schon gegeben, ne? Weiß es nicht genau. Wir schauen mal. Wir sind aktuell auch wieder richtig aktiv auf Beryllia. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. Wir hatten letztes Mal ja den Server gewechselt von Arcania nach Beryllia und haben dort jetzt komm ich hier nach Yalaha? Yalaha. Und haben jetzt dort irgendwie ja richtig viel Action. Wir machen fast abendlich die Warzones. Ich glaube, die Folge Nummer 50 werde ich so ein kleines Special machen. Das hier ist ja jetzt die 46. Folge Nummer 50 wird ein kleines Special. Jetzt überlege ich gerade. Kam ich hier lang, ist glaube ich kürzer. Wir müssten in die Arena, richtig. Genau. Also mit 50 wird ein kleines Special werden, wo ich dann einfach mal mit dem großen Stinker die Warzones aufnehme. Einfach mal kackenfrech. Ohne zu fragen, ohne zu machen. Weil die dann doch schon recht. Oh. Ach nee, doch. Ich dachte, man muss hier auch wieder irgendwas. Eine Quest erledigen. Warum liegen hier lauter Kuchenbleche rum? Was sind hier alles für Orks? Ist ja unglaublich. Ja. Ich habe ja vorhin, wie gesagt, will ja hier, nachdem wir die Mission jetzt abgegeben und beendet haben, will ich ja unbedingt ein bisschen leveln. Also wir brauchen definitiv Level. Ansonsten wird das hier ein ganz langgezogener Spaß. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier genau hin müssen. Dahin. Ein ziemlich langgezogener Spaß, weil wir nämlich immer wieder das gleiche machen können oder nichts Größeres, nichts. Ach ja, stimmt.
Jetzt habe ich ja wieder hier die Stinker-Tastatur mit den Stinker-Spells. Ganz toll. Aber Avalanche funktioniert noch. Sehr schön. Schwupp. Und tot. Tot dem Schmuggler. Und natürlich auch dem Gangmitglied. Na egal. So, hi Toni. Pass. Und zwar Arena. So, dann können wir nämlich gleich hier durch. Ich glaube, wir können ja. Ich bin auch ein Trottel. Huch, jetzt kommt gerade die Sonne hinten raus. Ist ja super. Seht ihr mich noch? Oder blendet's? Ist natürlich hier bei mir, bei der architektonischen Meisterleistung der Architekten. Also, die haben natürlich nicht daran gedacht, dass hier irgendwann mal so ein Typ einzieht, der Let's Plays machen will und natürlich dann seine Visage voll in die Cam halten will. Ja, so. Und hinter mir ist natürlich fette Glasfront vom Balkon und Co. Und kann mal sein, dass da die Sonne rauskommt. Aber für alle, die sich geblendet fühlen, wisst ihr Bescheid. Ja? Ist nur die Schönheit, mehr nicht. Wir sind hier. Wir sagen mal Hi. Mission. Ich habe dein Animal-Kühe. Questlog has been updated. Mission. What problems? As soon as we post problems, we will talk about your mission. Problems? Problems? Oh. Nee, komm, sag mir jetzt nicht, wir haben den Helm irgendwo hingepackt. Leben ist schön. Gut. Dann halt nochmal. Ich glaube, wir haben den ins Depot gepackt oder so. Möchte ich behaupten. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Das Gute ist ja, wir kommen ja hier schnell wieder raus. Etwa? Da ist es schon. Magic Level 40. Sehr gut. Wir können ja diesen Dings hier nutzen. Das hat er uns ja freigeschaltet. Dann gehen wir mal zunder und. Komm schon. Ach so. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was habe ich denn hier für ein Hotkey für die kleinen Manas. Wie gesagt, das ist jetzt hier das Set für Stinker. Das sind die mittleren Manas. Die können wir Level 50 benutzen. Das sind die großen und das ist auch Ritter. Und das ist Paladin. Nein, ich habe tausende Charaktere. Control F10. Okay. Da sind sie. Meine Güte. So. Wir gucken sicherheitshalber mal hier in das Yala-Depot rein. Und dann nochmal in das Ankramun-Depot. Aber ich glaube, ich habe es bei Ankramun reingeschmissen. Warum auch immer. Trollo. Nö. Ach ja. Wie immer keine Themen bereitgepackt, ne? Kennt man ja, unvorbereitet in die Aufnahmesession gegangen. Was mich jetzt so den Tag so ein bisschen aufgeregt hat, ist die Hetzjagd um Frau Schawan. Die sich. Ach. Oh, sehr schön. Zu heavy. Was wiegt denn der Teil? 46, dann können wir es ja jetzt nehmen. Sehr gut. Und ist die Hetzjagd um Frau Schawan? Hat sich unsere Bildungsministerin schimpft. Und dass man die da so demonstrativ auseinandernimmt. Also ich bin ja der Ansicht, dass man die Dame als Bildungsminister ohne einen akademischen Titel sieht schon scheiße aus. Ja? Aber auf der anderen Seite, nur weil sie jetzt kein Doktor Schawan mehr ist, dass man dann gleich zurücktritt. Ich meine, nominiert man nicht die
die Minister nach ihren Fähigkeiten oder nominiert man sie nur, weil sie irgendwas mal gemacht haben? Also die Fähigkeit an sich und ihr Wissen ist ja jetzt nur dadurch, dass sie jetzt beim Doktortitel da ein bisschen geschlampt hat mit ihren mit ihren Zitaten, ist sie ja jetzt nicht unbedingt wesentlich dümmer. Die ist ja immer noch die gleiche Frau, nur halt ohne Doktor. Findet alles ein bisschen übertrieben und soweit ich das gesehen habe, gibt es auch hier so einen komischen Typen, der da sich zur Aufgabe gesetzt hat und alles, was politisch Rang und Namen hat, so ein bisschen in deren Dissertation rumwuselt und schaut, was sie denn da so gemacht haben, ob sie richtig zitiert haben oder nicht. Und letztendlich, gut, also ich finde jetzt, ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang das gewesen ist, ja, so wann man den Titel aberkannt bekommt. Wenn, ich glaube, bei mir war das beim Diplom, das müsste ich lügen, glaube 95% muss da eigenem Kram sein oder es gab auf jeden Fall eine Quote, die du erfüllen musstest, die aus deiner eigenen Hand quasi stammte. Und wenn man diese Quote nicht erfüllt hat, auch wenn man es zitiert hat, dann wurde das Diplom mehr oder weniger nicht anerkannt. Und ich glaube, die Professoren, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, die haben wohl ein Programm, durch was sie das da durchlaufen lassen. Deswegen brauchten die das ja immer in einer Word-Form, damit sie das da durch dieses Programm laufen lassen können. Und waren es 5% Fremdeigentum im Diplom oder 15? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß nicht, in welchem Umfang sie das gemacht hat, aber ich fand schon recht. Also ich finde diese Hetzjagd immer scheiße. Weißt du, da gibt es so einen Typi, der setzt sich das auf die Fahne und der macht und macht und macht. Das finde ich doof. Abgesehen davon oder ganz losgelöst davon, dass er sich den Titel, wenn es wirklich vorsätzlich gemacht wurde, erschummelt hat. Abgesehen davon, dass es ihr eigener war und ich nicht weiß, wie es vor 33 Jahren da, wie man sich da über, naja gut, einfach nur einen Doktortitel quasi erkämpfen konnte, ohne ein Diplom vorher gemacht zu haben. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen anders. Das heißt, da musste ja, nee, zu meiner Zeit war es ja noch anders. Jetzt ist ja schon wieder mit Bachelor und Master und Co. internationalisiert. Das heißt, da musst du erstmal einen Bachelor machen, dann musst du einen Master machen und dann kannst du den Doktor machen. Soweit ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Ich damals war da bloß Diplom, dann kam Doktor. Man konnte zwar noch den Master dazwischen machen, aber das hat keinen interessiert. Aber naja. Gut, ich schweife ab. Wir wollten jetzt hier den Helm abgeben. So, ich sag mal Hi und Helmet, reicht das? Nee. Wie heißt denn das gute Ding? Kam hier, kitty kitty, kam hier. Mischen. Morix Helmet. Oh, Mischen. So, Mission. Du hast dein Verhalten, denn genau, du hast dein Verhalten gesprochen. Du hast dein Versprechen gehalten. Jetzt ist es Zeit, deins einzuführen. Das ist richtig. What kind of animals shall I rise? War beast or cattle? Das ist, glaube ich, so der Zeitpunkt, in dem man sich so entscheiden muss, welche Seite man wählt. Ob man jetzt der Seite von dem Yalahari-Typi joint oder ob man Palimut quasi weiter die Treue hält. Und ich glaube, wenn wir Cattle nehmen, ist das die gute Seite. Was doch immer gerade Cattle ist, ich habe keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Aber Warbeast, ich glaube, der Yalahari-Typi wollte die Warbeast, oder so ist, glaube ich, der Story-Inhalt. Der Yalahari-Typ wollte die Warbeasts quasi nutzen, um sie zu züchten, um damit die Quarters in ganz Yalaha irgendwie so ein bisschen so zurückzuerobern, wie er sagt. Und Palimut, glaube ich, vermutet, dass das nur der Deckmantel ist, unter dessen Vorwand er diese Warbeasts machen möchte. So, so it be. So, das heißt, Questlog, Service of Yalaha, schwupp, 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 alles completed. Food or fight? You decided to be cradled to enjoy the food of you. Palimut got what he wanted, but Azurus won't be very satisfied with your work. Ja, ist mir egal, was Azurus, also der Yalahari heißt Azurus. Was der da so erzählt, ist mir eigentlich völlig Banane.
Weil wir sind ja eh immer die Guten. Ach so, nee, ich muss ja hier hoch. Ja. Kommt schon, lass mich in Ruhe. Ja. Also ich versuche mal hier diese Story. Es gibt ja viele, viele Quests hier in Tibia, die auch wirklich ein bisschen storylastig sind. Die alten Quests sind dabei nicht so wirklich storytechnisch designt, wie man es eigentlich heutzutage kennt. Ist wirklich gerade ziemlich helle, wa? Meine Güte. Aber naja. Oh, da fällt mir ein. Auf, nicht ein. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ladies und Gentlemen. Das heißt, wir laufen hier mal schnell zurück und machen mal einen Break. Weil wir hier schon wieder Überlänge haben. Oh, Tag, die Herren. Ich glaube, die testen sich jetzt an der Hydra. Na, das können wir ja noch verfolgen. Welche Level sind die? Die sind Level 35 und er Block 2. Das heißt, er ist, ja, 118. Gut, da stürzt sie nicht mehr. Hm? Macht ordentlich Damage. Die Hüdi. Ja, und ja, er flieht. Zurecht. Ich glaube, die Wave kann bis zu 300 reinhauen. Irgendwie so wartet. Er schießt mit Feuer. Lauf, Forrest! Lauf! Und jetzt Wave, 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 Wave. Okay. Gut. In diesem Sinne, ich mache mal kurz hier raus aus dem Screen. Schwupp, ich sag mal schnell Tschüss. Bis morgen, wenn es wieder heißt 18 Uhr Stinkertime. Wir spielen Tibia. Bis dann. Tschüss.